Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Ah, was soll das, Greeny? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Okay. Soll ich jetzt das da benutzen anstatt den Stock? Tutorial aufrüsten. Wenn Sie höhere Level erreichen, können Sie bessere Waffen, Monturen und bessere Zubehör ausrüsten. Drücken Sie Options, um das Inventar zu gelangen und bessere Ausrüstungsstücke zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsstücke verbessern, um Ihre Statuswerte zu verbessern und alles aus ihnen herauszuholen. Ah, jetzt ist also was da. Das ist das, was wir jetzt haben. Das ist aber schwächer als das hier. Was haben wir hier? Level 4 müssen wir sein. Nobler Stock. Der hat ein bisschen mehr. Ist tödlicher. Betäubung. Ach so. Lesen sollte man können. Der ist tödlicher. Um 4. Tödlicher um 2. Muss hergestellt werden. Ich freue mich schon auf das richtig geile Zeug. Was haben wir denn noch so alles? Elfenbein und Jadestock durch. Oho, der feine gehobene Herr. Also komm, schauen wir mal. Das können wir nicht, weil wir Level 4 nicht sind. Da haben wir auch noch Level... Ach, meine Fresse. Ja, so, ist das tödlichste Ding, was wir haben können. Verbessern. Upgrade. So, Elfenbein Kukri. Ach, das ist ein Kukri. Mr. Rexford Kaelog akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Okay. Oh. Kein Kaelog. So. Ratze, Fatze. Was ist das schon? Doch ein Kaelog. Da sind sie ja. Nicht dein Ernst. Ey. So. LOL! Einfach so noch ein Helix-Glitch. Autsch! Keine Zurückhaltung! Autsch! Autsch! Aua! Bleib mit den Kopfhörern! Ich will die Scheiße aus. Mal sehen, wie warm deine Innereien sind. Du, als nächster. Oh Mann! So, Schnauze! Verpiss dich! Oh Mann, geh mal zur Seite, ich will den hier noch verprügeln. So.
Jetzt sind nur noch ich und du übrig. Gängerführer eliminiert. Oh ja. Ist wohl kaputt. Naja, dafür haben wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was. So muss das sein. Kühl, berechnend und kompromisslos. Wie ein richtiger Assassine. K-Lock ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt. Willkommen bei den Rooks. Oh, ihr Bastarde. Ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. K-Lock? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. Der Enterhaken an der Versteckenklinge. Wie geil ist das denn bitte? Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Einkommen aus dem Safe abholen. Du willst London wieder herrichten? Nun, das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen ein paar Pfund abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. Alles klar. Interagiere mit der Karte. Anführer. Rookstraining. Investieren Sie in Medizinmarkt, um diesen Upgrade freizuschalten. Oh. Alles klar. Aber von dem alles 50 Chemie und 10 Holz, glaube ich, nehme ich mal an, dass das ist. Na dann. Medizinmarkt erhalten. So.
Dann haben wir hier Growler Boom, erhöht die Beliebtheit des Growlers. Halten Sie nach einer weiteren Ausführung dieses Lieblingskutsche in Londons Straßen Ausschau. Kleine Rooks, die besten Diebe Londons sind Kinder. Sie halten bessere Beutestücke, wenn sie mit Hilfe von R1 mit ihnen interagieren. Die Polizei drückt bei oh, okay. 5000 kostet es und 25 Seide Stoff brauchen wir. Kutschensabotage. Der Mechaniker der Blighters scheint das Land verlassen zu haben. Fahrzeuge der Blighters sind nun weniger widerstandsfähig. Rückspieler Herr Gang verfügt jetzt über diese Spielarchetypen. Spieler nutzen ihre Schusswaffen öfter als andere Archetypen. Okay. Rückfahrer. Kaufen Sie Kutschen für Ihre Rooks. Halten Sie in den Straßen Londons nach Ihnen Ausschau. Die Rooks erhalten ein grundlegendes Kampftraining. Momentan haben Sie Level 5. Drücken Sie herein, um Sie zu rekrutieren. Ich rekrutiere sowieso keine momentan. Waffenbrüder, Rooks Training. So, was haben wir hier? Betrüger, Schwarzmarktbeziehung. Wenn Sie die richtige Person kennen, kosten Munition weniger, sparen Sie 25%. Man kauft von Schusswaffen und Wurfmessern in den Geschäften. Pub-Investor, kaufen Sie Pubs in der... Oh Mann, da fehlt mir aber was. Um das Zeug des Zuges versteckst um 500 Pfund alle 30 Minuten. Das muss hoch. Das muss hoch. Verrückte Wissenschaft. Kommen Sie den Hauptgeschichte von an. Okay. Also was sollen wir dort sonst noch machen? Was könnten wir sonst noch machen? Die Polizei. Die soll ein bisschen wegschauen, wenn wir was Schlimmes machen. Bei dem Namen Frage friert ihren Feinden das Blut in den anderen. Die Blighters werden in den Straßen keinen Streit mit ihnen anzetteln. Oh, cool. 7500, da fehlt noch ein bisschen was. Aber wenn wir das haben, geil. Lieferdienst. Weitere hängende Fässer erscheinen in der Stadt. Schießen sie auf Fässern, um auf ahnungslose Gegner herabfallen zu lassen. Cool. Mehr Sprengstoff in der... Oh, nice. Flinker, schneller und zuverlässiger. Die Feuerwehr erreicht selbst die ärmsten Viertel Londons. Aber ich glaube, erstmal reicht das fürs Erste. Ich glaube, Mr. Green sagte, dass er dir jemanden vorstellen möchte. Alles klar. Mehr investieren wir momentan nicht. Ein bisschen schneller. Sorry. T und B, die Pressefreiheit. Was ist das hier? Robert Topping, Sympathisant-Aktivitäten. Die Themse. Zugversteck, Schnellreise. Jacob Fry. Wir sind da? Wie sind wir von da oben nach da hingekommen? Alter. Die Pressefreiheit. Monturen. Naturburschenmontur. Okay, ich würde sagen, bevor wir da hinten, nach unten hingehen. Gehen wir erstmal hier hin. Ich möchte das hier zuerst mal machen und wissen, was das ist. Sympathisanten-Mission, aber was bedeutet das ganz genau? Robert Topping, Sympathisanten. Hier hätte Lederhandschuhe haben wir jetzt bekommen. Lass mal sehen. Inventar. Waffen? Ne, ich glaube, Assassinenhandschuhe. Kaufen, aber sowas von. Geheimer Gegenstand. Haben wir sonst noch irgendwas? Gürtel, Motoren? Naturburschen-Montur.
Ey, nein, ich will... Ich will das hier sehen. Alles klar. So, wir haben jetzt die ganze Zeit mit Jacob gespielt. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal zu Ivy. Ivy wollte ich jetzt gerade sagen. Bitte, wenn du erlaubst. Gerne doch. Bitte, tu dir keinen Zwang ein. Ein, an. Sag mir nicht, sie hat jetzt auch andere... Warte, stopp. Halt. Nein. Sie hat unterschiedliche ich bin ein bisschen... Ich dachte, das wäre umgekehrt. Waffen und Kleidung haben die genau unterschiedlich, jede für sich und die Fähigkeiten jeder gleich. Das, was ich für den einen kaufe, ist für den anderen auch so. Aber Moment, das heißt ja eigentlich, dass ich den einen auf das spezialisieren kann und den anderen auf das. Das heißt, ich muss nicht für beide das gleiche kaufen. Also warte, Adlerauge, das ist was, was beide haben müssen. Anführer, das muss eigentlich nur Jacob haben. Luftattentat. Ja, das müssen beide haben. Schleichsteuerung. So. Alles klar, weil ich kann beide gleichzeitig benutzen. Ach, sei denn, es hat eine Mission, die nur Jacob machen kann. Oder eine Mission, die nur Ivy machen kann. Also, wie viel haben wir hier? 6 Stück. Leben, das ist etwas, was beide haben müssen. Gesundheitsboost, gut. Dann haben wir unaufhaltsam. Schlechter, wenn ihr der Kombo 10 erreicht, bringt ihr... Dann geben wir Ivy noch das gesamte Aufbrecher-Zeugs. Juhu, Level 2 erreicht. Okay, Puppenspieler ist das, was man automatisch bekommt. Beute-Takedown. Sie finden bei allen Quellen mehr. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Greifen Sie Gegner am kurz. Nee. Schleichen. Nah. Konterangriffe haben mehr Wirkung. Mehr Leben. Los. Schlechter, wenn ihr kommt. Nein. Und Konterangriffe haben eine längere Zeit, wenn sie nicht mehr Schaden. Einschüchtern. Das ist das, was Jacob können muss. Das ist was für Ivy. Ich bin jetzt schon Level 3? Ist ja cool. Aber keine Dings mehr. Sie können einen Gegner automatisch, wenn sie... Sollen wir mal die Rollen tauschen? Nein, du sollst so bleiben, wie du bist. Sie braucht ein bisschen länger, um in Fahrt zu kommen. Sie macht zuerst mal ein, zwei große Schritte und dann... Oh, nein. Da. Und jetzt geht sie Vollgas ab. Alles klar. Oh. Moment, ganz kurz die Kapuze überziehen. So. Oha. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt gleich. Ich wollte eigentlich zu einem Nebengebäude hinjumpen. Was ist das? Achso, eine Kutsche. Oder?
Ja, was auch immer. Du bist eine tote Frau. Nö, bin ich nicht. Wow. Darf ich? Komm hier nicht noch mal. Jeder mit den Unterschied. So. Hoffentlich hat das richtig weh. Kommst du? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin dabei. So ist schlecht. Wenn ich darüber komme, wirst du dir wünschen, dass ich. Bla 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 bla. Halt die Fresse. Gut so. Und gib mal ein bisschen Gas. Eins halten. So, für die Befehle. Ganz genau. Oh ja, hier sind wir in England. Hier fahren alle links. Ich frage mich bloß noch, wieso. England und China, glaube ich. Bei diesen Standorten fährt man links. Sorry. Ob es hier schon auch Versicherung gab? Ich meine im Sinne von, du hast jemanden angestoßen, angekratzt und dann... was? Von mir fern, wenn du weißt, was gut für dich ist. Wo willst du denn hin? So, Fresse, Schnauze, halte die Klappe! So. Also da hoch. Okay. Alle ab. Und noch ein Stück. Oh, nee, das ist das Nebengebäude. Mann, ich dachte, es wäre hier, dieses Gebäude. Nein. Genau dann, wenn du nichts sollst. Puh, Gebiet für Level 6. Na komm, hoch. Thomas Backroot aufspüren? Wieso denn das? Ja, man sieht wirklich sehr viel. Ach, Mann. Wow. Habe ich das ganze Gebiet im Überblick? Also wie gesagt, wir kümmern uns zuerst mal um das hier. Runter, nicht hoch. Dass die dabei einfach nicht sterben, ey, das ist doch... Was? So. Jetzt stimmt's. Es juckt mich an der Nase. Wieso, was hat es mit diesem Typen auf sich? Wer ist das? Vorteil, der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzliche Geld und EP. Strategie, die Zielperson im nahegelegenen Grab vergraben.
Das ist eine Level 6 Mission. Ohohohoho! Wow! Du kannst gehen, danke. Einen Moment. Alles erledigt. Ja, dann los. Noch 117 Meter, 110 Meter, 100 Meter, 90 Meter. Ich denke, ihr könnt auch ziehen, von dem erhöhe ich jetzt auf. Haben wir es bald, Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber komme. Zum Teufel, dann los! Oh nein! Hast du's? You magnificent asshole! Thank you! You're welcome! Sehr sympathisant. Was ist dein Anliegen? Ah, du bist es! Dich kennt man doch schon. Oh, Gott sei Dank, es hat aufgehört zu regnen. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady? Ich bin Robert Topping. Der beste Buchmacher Londons, zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Darf ich ihn in der Runde verprügeln? Warte. Hier. Yay! Also. Kampflob, ein volles Level 2. Kämpfer gewinnen sie im hiesigen Preiskampf. Geil. So viel Kohle? Schüchternheit bringt keinen weiter. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich sterbe vor Langeweile. Jetzt aber in den Ring gezogen. Weißt du, was hat er gesagt? Ich glaube, ich musste sterben vor Langeweile. Der hat Natur? Ach, wirklich? Ja, der hat ein Tattoo. Wie geil. Nadler oder ein Falken. Ach, Mist. Nee, ich kann nicht auf das Inventarmenü. War das das schon? Aktueller Gewinn 50 Nisaka. Ja, komm.